Hey Leute, Hallöchen und herzlich willkommen bei Pandido Gaming mit mir, dem Otto. Und einer neuen App, und zwar Temperance 2 diesmal. Denn ich habe gesehen, Mensch, es gibt ja auch einen zweiten Teil. Warum nicht den zweiten Teil spielen? Wird vermutlich mehr drin sein, nicht wahr? Und deshalb jetzt für euch Temperance 2 und Take Your Idol If You Dare. Okay, lass uns mal schauen. Oh, da geht schon direkt los. Oh, alles klar. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal Swipe to Jump. Okay, das ist ja von der Sache her bleibt ja alles gleich. Außer, dass wir, glaube ich, andere Karten quasi haben zum Rennen. Also andere Umgebungen und vielleicht auch andere Männchen. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Läufer. Temple Runner. aber jetzt haben wir wieder den aus dem ersten Teil auch. Und ja, da ich den ersten Teil... Ah! Hoppala, ich dachte, da muss ich springen. Und genau, da ich den ersten Teil nun auch gespielt habe, bin ich gespannt, was es jetzt hier für Änderungen oder Neuerungen gibt. Und ja, wie gesagt, bin halt gespannt darauf. Schade eigentlich, wir waren ja beim ersten Teil schon ziemlich weit. Aber ich sag mal, jetzt mit dem Können, das wir uns im ersten Teil angeeignet haben, nicht, müssten wir ja mal locker direkt den Highscore knacken. Okay. So, hier ist das jetzt noch das Tutorial-Level. Also die Karte an sich, die gefällt mir schon mal besser, muss ich sagen. Die ist ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen coolere Umgebung. Hier ein paar Berge hoch und runter und so. Das macht schon jetzt schon mal mehr Spaß, finde ich, tatsächlich. Also das ist sehr, sehr nice. Okay, so, die ganzen Münzen hier, die brauchen wir natürlich für den Shop später. Double Tap Anywhere. Double Tap? Wie Double Tap? Ah, nein. Jetzt habe ich gelesen. Was ist denn Double Tap? Ach so, irgendwo hinklicken. Oh nein. Oh, Level 2. Okay, es gibt Level. Aha, es gibt Level. Okay, nicht schlecht. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Shop an. Deals. Follow me on Twitter. Ach so, ah ja, verstehe, okay. Currency. Double Coins on every run. Ach so, das muss man mit Geld kaufen, seht ihr? Hier, das können... Oh, Map, tatsächlich! Cool. Oh, die gibt es nur noch 8 Tage, die Ice Map, okay. Abilities. So. Coin Magnet. Oh, cool, wie haben wir denn? Wir haben 1100. Huh, Coin Magnet, das finde ich sehr, sehr cool. Duration. Double Coins. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal hier klein an. Holen die beiden. Das heißt, nach 1000 Metern werden sich die Coins, die wir einsammeln, doppeln. Der Wert wird sich verdoppeln. Okidoki, dann auf ein neues, Freunde. Oh, was ist denn das? Oh, guckt euch das mal an. Wir sliden hier auf so einem... Ja, was auch immer das ist. nein, links hinten. Nein, Otto, nein, was machst du denn? Was machst du denn, Otto? Du musst doch da rumlaufen, Junge. Ja, nee, diese... Hier, das diese ganzen... Ihr seht das ja, ne? Diese ganzen schwarzen Dinger, die verwirren mich ein bisschen. Ich denke, da muss ich drüber springen über so ein Ding. So hier, aber nein, ich muss einen Haken schlagen. Oh, was war das? Feuer. Okay. Es gibt Feuer. Oh, ich muss mich erstmal an die neue Karte gewöhnen, also ein bisschen Gewöhnungszeit, Freunde, müsst ihr mir schon eingestehen, nicht? Es ist, hier ist doch ein bisschen mehr los, hier kommen auf einmal Steine runter, was ist das denn? Oh, wir haben ein Schild, okay, auch nicht schlecht. Jetzt können wir vermutlich gegen irgendwas gegenrennen und das wird uns nicht wehtun, aber noch finden wir es nicht raus. Wir finden es, oh Gott, gut. Wir finden es raus, wenn es soweit ist. Okay, Münzen, 1000. Ah, oh, da kommt Feuer raus. Oh mein Gott, hier geht so viel ab auf der Karte. Wow. Irre. Ah, hier. 500 Meter geschafft. Okay. Stingy. 250 Collect and No Coins. Oh lala, Freunde. Hier geht viel ab auf der Karte. Das ist toll. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Der erste Teil wurde ein wenig eintönig, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit. Einfach, weil es keine Innovation gab. Hier sehe ich jetzt... Hier bin ich schon beinahe überfordert von allen Dingen, die es hier auf der neuen Karte gibt. Da kommen Steine runter, da kommen irgendwie Flammen raus. Hier liegt Geröll im Weg rum. Es gibt Schilde, also das ist schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ach, falsch rum, Otto. Mist.
Ich möchte nicht fluchen, aber manchmal muss ich, da kommt es einfach aus mir raus, wisst ihr? Da muss ich mich kurz aufregen. Was heißt aufregen? Es ist nur so ein kurzes Dampfablass, so Mist. Aber ja, okay, ich werde das einstellen. Versuchen einzustellen. Mist. So. Okay, hier sind Flammen. Rüber. Rechts. Oh, okay, hier oben war ich. Was? Oh, das sieht alles so krass aus. Auf der Karte. Want to run somewhere new? Go the new to the map menu and change your location. Ah, ja. Nee, später. Machen wir auch. Wir testen nochmal die zweite Karte im nächsten Part denn. Jetzt bin ich mit der Eiskarte gerade noch völlig zufrieden und auch beinahe überfordert. Darum muss ich jetzt erstmal noch hier ein bisschen die Eiskarte checken. Ups. Das Lehnen vergessen. Ne, erstmal werden wir uns hier ein bisschen an diese Winterkarte gewöhnen. Bis wir eine ordentliche Weite erreichen. Oh ja, komm schon jetzt Geröll runter. Eieiei. 500 Meter, okay. Ab 1000 kommen. Was ist das? Ein Magnet. Okay, das heißt. Oh, cool. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch in der Mitte rennen. Der Magnet saugt sie für mich an. Oh, das ist jetzt aber alles hier ziemlich viel und ziemlich schnell. Freunde. Links, rechts. Okay, nicht ausrasten, Otto. Immer ruhig bleiben. Hau ab, Affe, hau ab. Geh weg. Wo ist denn das hier, Schatz? Blöder Affe, ich seh nix. Ich seh nix, Affe. Okay, jetzt ist er weg. Ulala, wir sind schon gut weit gekommen, Freunde. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass wir gleich gestoppt werden. Oh, was geht hier ab? Okay, wir werden hier mit von dunkler Materie oder so angetrieben. Oh, was? Oh, nochmal. Okay, das ist ein bisschen schwerfälliger. Da muss man viel, viel später springen. Ah, das war schon wieder eng. Da muss man viel später springen, Freunde. Tilt, okay. To live. Wie to live? Tilt left. Achso, daran vorbei einfach nur. Ja, klar. Was ist denn das hier für ein Hovercraft, auf dem ich unterwegs bin? Was ist das für ein Ding? Ist das ein Schädel? Oh mein Gott. Runter. Oh. Da. Was ist das für ein Ding? Ob ich ready bin? Ich bin nicht sicher, ob ich ready bin. Bin ich? Okay, jetzt geht's hier. Oh Gott, die Karte ist ja wirklich cool, Leute. Die ist ja nur cool. Schaut euch das an, was hier abgeht auf der Karte. Die macht ja mega Spaß. Oh la la, ist das cool. Oh, jetzt sind wir links lang, okay. Oh Gott, macht das Spaß. Man ist ja auch voll lange unterwegs. Wir sind ja voll weit, Freunde. 2500 Meter im ersten Level. Also im ersten Part, meine ich. Oh, habt ihr das gesehen? Oh la la. Wir erhöhen mal ein bisschen die Geschwindigkeit, was? Leute, ich muss mich gerade konzentrieren. Ich bin schon so weit. Ich habe Angst, dass ich gleich... vermassel. Aber was heißt vermasseln? Ich bin schon so weit gekommen jetzt. Vermasselt ist hier nichts. Oh mein Gott. Das wird... Okay, das war's. Aber hey. Leute. Jetzt bitteschön, schaut euch... Oh, was haben wir gefunden? Okay, eine Truhe. 1 von 5 Valentine's Items. Aha, okay, cool. Boah, was haben wir nicht alles erreicht? Boom. Wir haben 4 Gems bekommen. Und einen Haufen Münzen. Ein Haufen Münzen, glaube ich. Upgrade your Power-Ups. Ja. Okay, zeig mal. Boah. Okay. So, was können wir holen? Use. Instantly. Okay. Ich würde ehrlich gesagt lieber in den normalen Shop schauen. Hier. Wir haben 1600 Münzen. Alles klar. Ich glaube, wir holen uns... Ach, es gibt noch mehr. Oh Gott, schaut euch das an. Wie viel es gibt. Oh mein Gott. Das ist ja mega. Ich glaube, wir nehmen die Boost Distance. Die fand ich letztes Mal schon gut. Zack, 600 haben wir noch. Können wir uns noch irgendwas kaufen? Nee, können wir nicht. Nein. Okay, boah. Leute, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Da freue ich mich schon aufs nächste Level.
Okay, also wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal. Und ja, ansonsten, wenn ihr mit dem Handy oder dem Tablet schaut, dann müsst ihr rechts oben in der Ecke, da ist so ein kleines weißes i, da klickt ihr einfach drauf und kommt dann direkt zum nächsten Part. Okay, Freunde, das war's mit diesem. Ich wünsche euch, ja, nur das Beste. Macht's gut, Freunde, bis nächstes Mal. Ciao.